Interessant, da hört es ja, wenn wir wissen, dass betriebliche Altersvorsorge heutzutage nicht mehr arbeitgeberfinanziert ist, zumindest zum großen Teil, sondern vor allem arbeitnehmerfinanzierte Systeme. Also BAV ist heutzutage im Wesentlichen arbeitgeberfinanziert, ist im Wesentlichen Entgeltumwandlung und wir haben einen sehr starken Wandel zu den arbeitnehmerfinanzierten Systemen und die sind natürlich auch der Schlüssel zu mehr Liquidität. Klar, wenn ein Mitarbeiter mal auf 100 Euro verzichtet, sind wir 100 Euro da. Verzichtet auf 200, sind 200 Euro da. Im ganzen Jahr sind es schon 2400. Plus Sozialabgaben und so weiter noch oben drauf und Steuervorteil. Habe ich 20 Mitarbeiter, sind es schon 2400 mal 20, sind wir schon bei 50.000 Euro und Sozialabgaben noch oben drauf. Da komme ich zu wirklich Liquidität, da bin ich nicht auf einen kleinen Steuervorteil angewiesen. Wenn ich schlau bin und es möchte, gebe ich noch einen Zuschuss obendrauf und habe damit noch eine zusätzliche Liquidität im arbeitgeberfinanzierten Bereich, führt dann dazu, dass mehr Mitarbeiter mitmachen und die Mitarbeiter, die mitmachen, mit einem höheren Betrag mitmachen, durch den Arbeitgeberzuschuss ich noch mehr Steuern mir spare und wenn ich Fluktuationen habe, unter Umständen die Mitarbeiter teilweise gar keine 5 Jahre bleiben, ich eigentlich gar nichts zahlen muss, sodass bei ein bisschen Fluktuation mir die Steuersparnis, die so nie reichen würde, sogar reichen kann, um das komplett auszufinanzieren. Also das ist im Prinzip der Schlüssel. Und wenn Sie mal das sich vorstellen, wie das abläuft, Sie sind meine Mitarbeiterin, Frau Erich, und ich sage zu Ihnen, Sie sagen zu mir, ich möchte gerne 100 Euro für meine Altersvorsorge aufwenden, sage ich, prima, Sie sind jetzt junge 32 Jahre alt, in 35 Jahren gehen Sie in Ruhestand, und weil Sie einen 100-Euro-Schein von mir erst in 35 Jahren wiederbekommen, verzinse ich Ihnen den und ich finde derzeit 2,5% für einen ganz fairen Zinssatz oder 2,0 oder 2,25 oder 3%. Ich finde 2,5% für einen ganz fairen Zins. Ich verzinse Ihnen auch den ersten Euro. Das sind keine Kosten, keine Verwaltung, keine Einrichtung und so weiter. Der erste Euro wird verzinst. Das ist für Sie ganz einfach, rechenbar wie ein Sparbuch. Sie wissen, nächstes Jahr sind es schon 102,50 Euro. Und nach einem weiteren Jahr sind es schon 105 Euro. Irgendwann kommt der Zinseszins dazu. Und wenn es ausscheiden, dann kommt halt weiter 2,50 Euro bzw. der Zins obendrauf. Also ganz simpel für beide. Aber für mich als Unternehmer, Ihr 100-Euro-Schein ist für mich eigentlich nichts anderes als ein extrem langfristiges Darlehen. Und zwar sind es 32, mindestens, wenn ich Kapitalabfüllung mache, mindestens 35 Jahre. Wenn ich sage, ich zahle lieber Renten, sogar tendenziell 45. 48. Also ich werde 95. Stellen Sie sich da bitte drauf ein. Okay, da kann man später noch drauf, wie wir das rechnen und wie wir grundsätzlich rechnen. Es ist extrem langfristiges Darlehen, es ist nämlich auch extrem zinsgünstiges Darlehen. Ich habe den 100-Euro-Schein für 35 Jahre fest zu 2,5%. Das ist eine günstige Geschichte und es ist vor allem ein sicherheitenfreies Darlehen. Ich gebe auch keine Sicherheit, muss auch nicht geben, muss auch niemandem anderen eine Sicherheit geben. Weil es ist ja 100%iger Insolvenzschutz per Gesetz da. Da kann ich übrigens als Arbeitgeber auch nichts falsch machen, da kann ich mich hinterziehen oder falsche Meldung oder keine Meldung. Das ist per Gesetz abgesichert. Ob ich da irgendwas mache oder nichts mache, die Wirkung haben wir per Gesetz. Und damit ist das nämlich auch ein Weg zu Kredite ohne Basel II und Basel III. Und natürlich aufgrund der hohen Effizienz und Effektivität, weil ich sagen kann, der erste Euro wird schon verzinst, mit 2,5% kommt hinten natürlich deutlich mehr raus. Liquidität insgesamt kann ich sagen zwischen 1.500 und 2.500 Euro. Und Sie haben gesagt, Sie werden 95. Die Rentenfaktoren, die lege ich auch fest mit dem Unternehmer. Die Allianz hat es vor kurzem im Handelsblatt war zitiert. Vorstand hat gesagt, wir rechnen mit 102 Jahren durchschnittliche Lebenserwartung. 102 Jahre durchschnittlich, das heißt, wir brauchen, wenn einer mit 92 stirbt, brauchen wir schon 112-Jährigen. Wenn einer mit 82 stirbt, gibt es ja ab und zu, vor allem bei Männern, dann brauche ich schon 122-Jährigen. Also Sie sehen, wo Versicherer zwischenzeitlich die Gewinne machen. Vor allem haben sie immer mehr auf die Finger, jetzt kriegen sie es halt hinten. Ich will ja nicht sagen, dass einer mal 102 Jahre alt wird. Eine Versicherung muss auch so kalkulieren, wie wenn wir Unternehmen hier wären, alle miteinander. Wie für jeden Einzelnen. Aber wir alle werden keine 102 und wir alle werden auch keine 95. Und wenn Sie es schaffen, ist vielleicht der ein oder andere auch dabei, der nur 72 oder 77 wird. Das heißt, auch bei uns wird hier in dem kleinen Kollektiv
der Durchschnitt schon einigermaßen stimmen. Und wir machen es ja immer so, dass eine Kapitalabfindung für den Arbeitgeber möglich ist. Und wenn Sie es mal sehen, Sie haben ein günstiges, langfristiges und sicherheitenfreies Darlehen, dann ist es auch Chance für Arbitragemöglichkeiten. Sie können Ihren Kontokorrent zurückzahlen und finden Ihnen damit 9,5 oder 10,5%. Wenn Sie ihn zurückzahlen können, können Sie ein Bankdarlehen zurückzahlen. Da verdienen Sie vielleicht 4,5 oder 5,5%. Wenn Sie es gemacht haben, können Sie vielleicht einen LKW kaufen und den eine Rendite von wieder 6 oder 7% erwirtschaften. Oder wenn Ihnen gar nichts anfällt, dann legen Sie es einfach am Kapitalmarkt an für 2,5 oder 3 oder vielleicht 3,5% einigermaßen hinreichend sicher und nachhaltig. Dann haben Sie immer noch einen großen Vorteil, weil an das Geld können Sie es immer ran. Sie können immer sagen, liebe Vermögensverwalter, lösen wir mal für meine 200.000 100 auf. Bei mir ist ein Engpass, ich muss an das Geld ran. Das können Sie jederzeit machen. Aus Mitarbeitersicht, ja, ich habe gesagt, Stichwort so einfach wie ein Sparbuch. Wenn man Verzinsung vom ersten Euro an, wir haben einen tendenziellen höheren Zins, den Sie zugesagt haben. Wir haben eine absolute Garantie auf die Umwandlung in Zins für Mitarbeiter. Das heißt, der kalkuliert mit festen Zahlen und der ist auch absolut geschützt. Und in der Regel haben wir die Förderung durch den Arbeitgeber drauf. Häufig so 50% als Durchschnitt. Manche macht auch zum Beispiel 70% für die Führungskräfte und 30% für die normalen Mitarbeiter. Das kann er machen, wie er mag. Und es sind auch flexible Beträge möglich, Tantiemen oder solche Dinge. Warum haben wir gesagt, kommt mehr raus? Wie gesagt, das eine ist einmal der Zins auf das eingezahlte Kapital und nicht bloß auf eine Restgröße. Und weil wir mit anderen Rentenfaktoren rechnen, mit Rentenfaktoren, wo wir sagen, okay, die treffen die Wahrscheinlichkeit ein bisschen näher. Wir haben vor kurzem eine Rentenversicherung am Tisch gehabt mit einem Rentenfaktor von 28. Jetzt ist das ein bisschen abstrakt und mancher Versicherungsmakler kann sich noch nichts vorstellen, was ein Rentenfaktor 28 ist. Aber Rentenfaktor 28 heißt, ich habe irgendwann mal Kapital aufgezinst, einen Betrag X, und den teile ich durch 28, dann haben wir meine Jahresrente. So. Ist immer noch ein bisschen abstrakt. Ich kann es Ihnen auch anders sagen, wenn Sie Versicherung schaffen würde, was sie ja immer sagt, dass jetzt mit dem Geld 3,5% erwirtschaftet, dann kann der Mitarbeiter gern 500 Jahre alt werden. Es kann immer die Rente bezahlt werden und nach 500 Jahren, wenn er dann endlich stirbt, ist das Geld immer noch da. Das heißt Rentenfaktor 28. Das sind Dinge, die immer noch aus meiner Sicht viel zu wenig nachgerechnet werden. Wie interessant ist es? Ich sage das immer, ich habe einen Wettanbieter, der bietet die Wetten an und wenn ich Wetten anbiete, dann biete ich die auch so an, dass ich die mit allergrößter Wahrscheinlichkeit gewinne und nicht 50-50 oder überwiegend draufzahlen. Dann mache ich jetzt so, dass ich sage, mein Gewinn liegt bei 90-95% oder darüber. Und wie gesagt, beides ist gestaltbar. Steuerlich ist es auch interessant, wenn ich mir meinen 30-jährigen Mitarbeiter anschaue und sage, ich habe zum Beispiel eine Kapitalzusage von 100.000, dann kann ich über die Zeit sogar 159.400 Euro als Betriebsausgaben steuerlich geltend machen, kann 159.000, fast 160% in den steuerlichen Abzug bringen. Das heißt, auch die Ausfinanzierung ist nicht steuerlich interessant. Vor allem, wenn die Kollektive jünger sind, wenn es Mitarbeiter sind, die irgendwo bis 40, 45 Jahre alt sind. 46 ist auch egal, aber wenn es lauter 55, 58-jährige Mitarbeiter sind, ist die Ausfinanzierung natürlich schwieriger. Aber bei so einem durchschnittlichen Kollektiv und ich wüsste nicht, wann wir das letzte Mal ein Unternehmen gehabt haben, wo das Durchschnittsalter über 45 Jahre war, die rechnen sich natürlich absolut gut.